Hallo liebe Leute, alles gut bei euch? Das hoffe ich zumindest. In diesem Video reden wir mal darüber, wie wir einen Plattenspieler an einen Computer anschließen können. Und zwar, wenn der Plattenspieler keinen USB-Anschluss hat, wir aber trotzdem den Plattenspieler an den Computer anschließen, um über den Computer dann Schallplatten meinetwegen digitalisieren zu können oder um über den Computer die Schallplatte, über die Lautsprecher, die man an den Computer angeschlossen hat, dass man dann die Schallplatte sich anhören kann. Wie man das Ganze anschließt, wie das funktioniert, das schauen wir uns in diesem Video an. Ich wünsche uns viel Spaß dabei. Los geht's, euer Speaker Schocker. Bei vielen Plattenspielern, gerade auch bei älteren Plattenspielern, sieht das Anschlussfeld ja so aus. Dieser hat hier Gott sei Dank schon einen integrierten Phono-Vorverstärker, das kommt uns schon mal zugute, aber einen USB-Anschluss haben wir hier nicht. Und bei Computern oder gerade bei Notebooks ist die Anschlussvielfalt, was Audio angeht, zumindest analog gesehen, jetzt auch nicht gerade das, was man Spitzenklasse bezeichnen würde. Oftmals haben wir einen ganz normalen Kopfhöreranschluss und einen Mikrofoneingang. Rein theoretisch könnte man jetzt aber auch mit einem Klinken Cinch-Kabel das Signal vom Plattenspieler, wenn er einen Vorverstärker hat, hier reingeben. Die Aufnahme wäre allerdings nur in Mono. Das wäre bei Mono-Schallplatten nicht schlimm, aber wir wollen ja Stereo haben. Ich habe hier auch noch ein älteres Gerät. Hier haben wir sogar noch einen Line-In-Eingang. Und hier könnten wir so gesehen den Plattenspieler direkt anschließen und schicken das Signal vom Plattenspieler direkt in den Line-In-Eingang rein und könnten somit direkt die Schallplatten über den Computer hören oder auch digitalisieren. Aber wenn dieser Anschluss nicht da ist, was nun? Für diesen Fall habe ich dann hier mal eine externe Soundkarte besorgt. Das ist jetzt hier einfach mal eine ganz einfache, um das im Video zu zeigen. Wichtig ist, dass sie einen Anschluss für den Line-In-Anschluss hat. Also, dass wir hier das Stereo-Signal reingeben können. Und wir gehen dann hier via USB einfach in den Computer rein. Wir brauchen also ein Klinke-Cinch-Verbindungskabel. Die Cinch-Anschlüsse oder nennen wir es RCA, nennen wir es doch direkt beim richtigen Namen, schließen wir hier an den Plattenspieler an, schalten hier den Vorverstärker ein. Habt ihr am Plattenspieler keinen Vorverstärker, so müsst ihr hier in diese Leitung jetzt noch einen Vorverstärker mit anschließen. Ist es getan, haben wir dann hier das Klinkenkabel, das nehmen wir hier und gehen hiermit in den Line-In-Eingang hinein. Das Signal kommt vom Plattenspieler vorverstärkt hier raus oder halt vom Vorverstärker, je nachdem, und geht dann jetzt hier rein. Nun noch die externe Soundkarte mit einem USB-Kabel verbinden und in einem freien USB-Slot eures Computers einstecken. USB 2.0 sollte es dabei mindestens sein. Und das war die ganze Anschlussarbeit. Gegebenenfalls, wenn es rauscht, müsst ihr den Plattenspieler noch erden für den Potenzialausgleich. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Remix rausgesucht und hoffe, dass wir hier jetzt ein bisschen gemagnetig sind und nicht direkt hier direkt einen am Deckel kriegen. Starten wir das Ganze einfach mal. Das Ganze haben wir ja vorhin gut mit dem Computer verbunden. Und jetzt gehen wir hier in unsere Soundeinstellung rein, findet man auch in der Systemsteuerung. Aber da ich ja von Hause aus faul bin, habe ich mir da schon eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt. Und wir gehen ja über die externe Soundkarte rein und sehen dann hier den Line-Anschluss, wo wir das Signal von dem Plattenspieler oder halt von dem Phono-Vorverstärker reingeben. Da sehen wir hier das Signal. Jetzt können wir hier mit der Maustaste draufklicken und hier auf Abhören klicken. Und somit können wir jetzt das Ganze über die am PC angeschlossenen Lautsprecher wiedergeben. Und das war schon das gesamte Hexenwerk. Wenn wir das Ganze jetzt noch digitalisieren oder meinetwegen aufnehmen, können wir hier mal eben bei Audacity reinschneiden, ein kostenloses Audioprogramm. Ich packe euch den Link dazu einfach mal unten in die Videobeschreibung rein. Und dann können wir hier auswählen, wovon möchten wir denn aufnehmen. Und auch hier hat Audacity schon erkannt, okay, wir haben hier eine externe USB-Soundkarte, line-mäßig. Das Ganze wählen wir hier aus, legen hier die Nadel drauf. So, können hier die Überwachung einschalten und so auch jetzt das Tonsignal von der Schallplatte aufnehmen. Und so könnte man jetzt seine geliebten Schallplatten ganz einfach digitalisieren. So, damit ihr auch, ich erzähle hier keinen Scheiß. So, hier haben wir die Datei in WAV-Format. Und da ist jetzt unsere Aufnahme.
mehr ist da nicht. Na, seht ihr? Und so schwer ist das Ganze eigentlich auch gar nicht. Und wenn euer Computer oder Laptop sowieso einen Line-In-Eingang hat, dann könnt ihr auch direkt den Plattenspieler mit einem Klinke-Cinch-Kabel direkt an diesen Line-In-Eingang anschließen und so dann das Tonsignal aufnehmen oder einfach anhören. Einfach ganz simpel. Was ihr vielleicht noch braucht, ist einen externen Phono-NCR-Verstärker für euren Plattenspieler, damit der Computer mit dem Signal dann auch überhaupt was anfangen kann. Darüber hinaus gibt es aber auch noch weitere Methoden, den Plattenspieler oder das Signal des Plattenspielers an den Computer zu übergeben. Wenn ihr da mehr Interesse dran habt, dass ich da mal ein Video drüber machen sollte oder mehrere, dann schreibt mir das ganz gerne mal unten in die Kommentare und dann gucken wir mal zusammen, was wir da Schönes gedeichselt kriegen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den ganzen einen Daumen nach oben geben würdet oder vielleicht sogar noch ein Abo, das wäre richtig schmackhaft, wäre das richtig genial. Und bleibt mir doch gesund und munter, liebe Leute, dann würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das war's für dieses Mal. Viel Spaß noch. Bis dahin, euer Speaker Schauker. Tschüss.